Tage der 16. Luftarmee. Sieht, wurde der Bunkereingang zugeschüttet, aber es gab wieder Fleißige, die ihn geöffnet haben. Und wundert euch nicht, dass im Video kein Ton ist vom Laufen oder so, da bei den Aufnahmen irgendwelche Störgeräusche sind, habe ich einfach überall den Ton rausgenommen. Wie man hier schon zum Anfang sehen kann, hat die GSSD damals Flugzeugdeckung genutzt und diese mit 2 Etagen ausgebaut. In diesem Fall haben sie 2 parallel stehende Deckungen oder Bogendeckungen gebaut, des Typs A10.8, diese mit einem Tunnel verbunden. Thank you.
in diesem Raum sieht man jetzt, dass noch zwei große Dieselaggregate in Betrieb gewesen sein müssen, um den Bunker zu versorgen. Der gesamte Bunker an sich ist relativ leer und sauber, das wohl daran liegt, dass zum Zeitpunkt, wo die russischen Streitkräfte Deutschland verlassen haben, der Bunker modernisiert werden sollte und dadurch vieles ausgebaut war. Hier zum Abschluss noch der Blick von oben auf den großen Kontrollraum.